Servus, heute zeige ich euch ein Gewehr von der Firma Hämmerli, und zwar handelt es sich hierbei um die Hämmerli Firefox 500 im Kit. Die kommt mit einem Umarex 3-7x20 Zielfernrohr und zwei Dosen Umarex Cobra Diabolos mit 8,6 Grain. Bei dem Gewehr handelt es sich um ein Knicklaufgewehr mit Kunststoffschaft. Hier seht ihr mal eine Nahaufnahme von dem Kompensator und hier oben dran dann auch die Fiberglasoptik. Das Gewehr hat den Vorteil, es ist sehr leicht. Ich persönlich mag das sehr gerne und es ist sehr leicht zu knicken. Also da ist kein Geräusch zu hören. Und mittels einer Kugel wird das Ganze dann auch wieder verschlossen. Hier seht ihr den Abzug. Der ist nicht einstellbar. Ist relativ schwergängig, aber hat einen ganz klaren Druckpunkt. Im Griffbereich hier seht ihr eine leichte Aufrauung durch so kleine Noppen. Und hier vorne im Schaftbereich habt ihr so Einkerbungen, dass auch bei schwitzigen Händen das Gewehr sicher in der Hand bleibt. Das Gewehr hat ein Gesamtgewicht von 2,8 Kilogramm, inklusive dem Zielfernrohr und dem Kompensator. Und wie gesagt, durch die Eigenschaften des leichten Spannens, leichten Knickens und sehr moderaten Brennschlages bis, ja, ich sag mal, sehr leichten Brennschlages sogar, würde ich behaupten, ist es auch für die ganze Familie geeignet. Optisch macht es natürlich richtig was her mit diesem Kompensator. Sollte es euch irgendwann so wie mir gehen und ihr noch tiefer dem Hobby verfallen, dann werdet ihr bestimmt als erstes hier am Zielfernrohr was machen. Eine Empfehlung von mir: Das System ist relativ kurz. Das heißt, ein Zielfernrohr über 300 mm Länge würde ich euch nicht empfehlen. Das steht sonst hier vorne bei der Kimme relativ nah an. Oder es würde hier hinten zu weit in Richtung Auge herausstehen, sodass der Augenabstand nicht mehr gegeben ist und das Ganze relativ unkomfortabel wird. So ist es auf jeden Fall auf 10 bis 20 Meter schön schießbar. Aber natürlich mit einem 20er Durchmesser von dem Zielfernrohr ist noch eine Menge Luft nach oben. Alle Anfänger sind mit dem Set aber super gefahren. Man hat wirklich alles dabei, Zielfernrohr, Gewehr und eben die Diabolos, um einfach loszulegen. Und nach den ersten 1000 Schuss, wenn ihr die gemacht habt, die dabei sind, dann wisst ihr genau, ob ihr dem Hobby verfallen seid oder ob ihr gerade nochmal die Kurve gekriegt habt. Viel Spaß euch weiterhin. Ciao, sagt der Gandhi.